Verehrte Delegierte, sehr geehrte Damen und Herren, verehrtes Präsidium, mein Name ist Albert Dün, ich bin 61 Jahre alt, seit anderthalb Jahren Landesvorsitzender der FDP Bayern. Unsere Partei hat sich in den letzten zwei Jahren verändert. Und das ist gut so. Wir haben gemeinsam Wahlkampf gemacht. Christian Lindner hat uns geführt und wir haben dann zwei fulminante Wahlkämpfe geführt in Hamburg und in Bremen. Diesen Wahl hat die gesamte Partei gewonnen. Nicht eine Abteilung, nein, die gesamte Partei. Wir füllen die Partei wieder mit Leben. Die neue Partei zeigt sich mit ihren Inhalten. Sie ist aber ihren liberalen Grundsätzen treu geblieben. Aber sie ist mutiger, klarer, konsequenter, weltoffener und sehr viel optimistischer. Die neue FDP zeigt ihr im Auftreten modern, offen und dann dieses sympathisch und empathisch auf die Leute zugeben. Eben wie die Menschen da draußen sind, sie sind genau so wie wir. Die neue FDP zeigt sich im Teamgeist. Kein Gegeneinander mehr, sondern ein Miteinander. Und die neue FDP zeigt sich in Transparenz und Offenheit. Wir sind eine Partei des Wettbewerbs. So sollte es wenigstens sein. Das habe ich mir bis heute gedacht. Das habe ich mir genau so lange gedacht, bis ich heute gehört habe, wie der neue Bundesvorstand komplett aussieht. Normalerweise, ich bin der einzige Gegenkandidat gegen 9 Präsidiumsmitglieder. Das ist Wettbewerb, da lache ich ja. Mensch, Leute, habt doch mal Mut! Ich kandidiere heute. Es ist mir egal, ob ich eine Schlappe kriege, weil ich Mut habe. Da steht es. Mut. Mut auch mal zu verlieren, aber der Partei ein Angebot zu machen, dass man es rocken will, das Ding. Verdammt noch mal. Ja, ja, ich bin kein gelernter Politologe. Ich bin ein Quereinsteiger. Zwar nicht ganz so quer wie Lenke Steiner, aber doch auch immerhin ganz schön quer. Ich bin ein freier Demokrat. Ich gehöre nicht seit Jahren zum inneren Zirkel der Macht. Ich hatte auch noch nie ein Mandat. Aber ich brenne für unsere Sache. Ich brenne für unsere Idee. Warum? Weil ich diese Idee und diese Chancen am eigenen Leib erlebt habe. Chancen durch Freiheit, Vorankommen durch eigene Leistung. Ich bin 1953 in Emden, Ostfriesland, geboren. Einfaches Elternhaus, mein Vater ist sehr früh gestorben. Mit 16 bin ich nach München gezogen. Und habe alleine, ich bin alleine umgezogen, ja, als 16-Jähriger, damals, 1969, habe eine Lehre als Elektromechaniker gemacht. Nach meiner Zeit als Zeitsoldat habe ich dann bei so einem Elektrokonzern angeheuert. Nach gewisser Zeit habe ich dann eine Technikerschule besucht und mich weitergebildet. Zusätzlich habe ich in Abendschulen Betriebswirtschaft gepaukt. Ich habe immer dran gedacht und dran geglaubt, dass ich es schaffen kann. Das duale Bildungssystem ist der beste der Welt. Verdammt! Ich habe schon sehr früh gesagt zu meinen Freunden, ich habe welche, ich habe immer gesagt, Leute, mit 30 mache ich mich selbstständig. Bis ich 30 bin, bin ich selbstständig. Habe ich mein eigenes Unternehmen. Da haben sie mich alle groß angeguckt und haben gesagt, du spinnst du, du hast kein Geld, du hast keinen akademischen Titel. Ja? Wie willst du das machen? Was ist das? Ich habe es einfach gemacht.
Ich habe gesagt, jetzt gehe ich los und mache mich selbstständig. Und genau 6 Wochen vor meinem 30. Geburtstag war ich selbstständig. Ich habe diesen Trotz in mir. Wenn mir einer sagt, das schaffst du nicht, dann geht's erst richtig los, meine Lieben. Dann fange ich erst an. Heute führe ich ein international tätiges Unternehmen mit 80 Mitarbeitern in Europa. Aber ich arbeite auch in Asien. Dort habe ich noch ein Schwesterunternehmen, deswegen zähle ich diese Angestellten nicht mit hinein. Ich hätte das niemals erreichen können, wenn ich das Risiko gescheut hätte. So wie heute. Wenn ich heute im Vorfeld gehört habe, was alles gegen mich stimmt, und das waren eine Menge Landesverbände, dann hätte ich einfach kneifen müssen, jetzt sagen, nee, ich bin krank oder sonst was. Nein, das tue ich nicht. Wenn ich mir eine Sache in den Kopf gesetzt habe, dann kämpfe ich dafür bis zum Letzten. Leute, wie heißt es in unserem Grundsatzprogramm? Stärken wir den Glauben der Menschen an sich selbst. Stärken wir den Glauben der Menschen an sich selbst. Was für ein wundervoller Satz. Darum geht es doch bei uns in der Partei. Wir müssen an uns glauben, sonst werden wir nie wieder eine Chance haben, wenn wir uns nicht trauen, auf die Straße zu gehen und klar zu erkennen, dass wir freie Demokraten sind. Haben wir keine Chance. Mut, Mut. Und zwar in jeder Lebenslage. Ich habe es euch schon gesagt. Ich habe nichts geschenkt bekommen. Ich habe mir mal alles selber erarbeitet. Moment. Ich bin seit 42 Jahren in der freien Wirtschaft tätig. Davon 32 Jahre als selbstständiger Unternehmer. Ich trage Verantwortung für mich, für mein Unternehmen und für meine Mitarbeiter, weil ich weiß es, wie es ist, auf der anderen Seite der Lohntüte zu stehen. Ich weiß, was Mitarbeiter verdienen und welche Aufmerksamkeit sie verdienen. Sie machen unser Land stark, der Mittelstand mit seinen Mitarbeitern. Und genau, weil ich die Arbeitswelt seit vielen Jahren und aus allen Perspektiven kenne, werde ich wütend, wenn eine Frau Nahles rumposaunt, sie könne nicht nachvollziehen, wie ein Mindestlohn-Dokumentationspflichtenverordnung Unternehmen bürokratisch belasten würde. Ja, Mensch, wenn ich noch keinen Tag in meinem Leben, einen einzigen Tag in meinem Leben in der freien Wirtschaft gearbeitet hätte, dann könnte ich das auch nicht. Frau Fahimi, die Generalsekretärin der SPD, hat Unternehmer wie mich neulich als Gauner bezeichnet. Wollen Sie wissen, wie lange Frau Fahimi und Frau Nahles zusammen studiert haben? Wissen Sie es? 42 Semester. Das ist mehr, als ein durchschnittlicher Juli-Kreisverband braucht, bis er fertig ist. Mensch! Und wissen Sie, wie viele Tage oder wie viele Minuten in Ihrem Leben beide zusammen schon in der freien Wirtschaft gearbeitet haben? Richtig, nicht einen Tag. Und die wollen uns sagen, wie es geht? Ganz ehrlich, wir werden jeden Tag von Theoretikern und Bürokraten regiert. Ich sage deshalb, wir brauchen mehr Sachverstand mit praktischer Erfahrung in der Politik. Deshalb fordere ich immer alle Handwerker, Selbstständigen, alle Freiberufler auf. Leute, engagiert euch in der Politik. Es geht um euer Leben. Engagiert euch, kümmert euch drum. Sonst werdet ihr kaputt regiert von oben mit immer neuen Auflagen. Das ist Wahnsinn. Na?
Das Schlimmste an dieser Bürokratie ist allerdings, dass Großkonzernen das fast nichts ausmacht. Die stellen ein bisschen was um, dann ist das erledigt. Aber der kleine Unternehmer und insbesondere der Unternehmensgründer, der noch am Anfang steht und sich aufbauen will, kapituliert vor diesem Regulierungswahn. Dabei sind es genau diese Leute, die wir in Deutschland brauchen. Das sind genau die Leute, die die meisten Jobs schaffen. Wir Freie Demokraten sind doch nicht die Interessenvertretung für die, die es schon geschafft haben, für die Großkonzerne oder die Großkopferten. Nein, wir machen uns stark für die, die etwas schaffen wollen, die einen sozialen Aufstieg hinlegen wollen, die Ideen haben, Mut haben, die etwas aufbauen und Verantwortung übernehmen wollen. Für die wollen wir die Chancen schaffen, indem wir Bürokratie und Überregulierung abbauen und die steuerlich auch noch entlastet werden müssen. Meine Damen und Herren, neben den Themen Wirtschaft und Mittelstand habe ich ein weiteres Herzensanliegen. Lassen Sie mich ein paar Zeilen zitieren. Meinungsfreiheit ist die Luft, die jeder Denker zum Atmen braucht. Der Zündstoff für das Feuer seiner Ideen. In einer freien Gesellschaft darf jede geistige Strömung ihre Vorstellung frei verbreiten. Liberalismus heißt leben und leben lassen. Diese Zeilen stammen von Raif Badawi, einem jungen Mann und Familienvater, der unsere Überzeugungen teilt. Aber er lebt und schreibt in Saudi-Arabien. Deshalb ist er wegen dieser Äußerung zu 10 Jahren Haft und 1000 Peitschenhieben verurteilt worden. Eine unvorstellbar grausame Strafe. Ich war in den letzten Monaten immer wieder vor der saudischen Botschaft. Am Anfang ganz alleine. Ich habe damals gefordert, bitte einen Schlag der ausstehenden Schläge übernehme ich. Beim zweiten Mal waren wir schon hunderte Liberale, die davor standen. Und beim dritten Mal auch. Und dann endlich habe ich einen Termin bekommen beim saudischen Botschafter. Ich habe ihm das Anliegen vorgetragen. Und ich glaube, dass ich durch meine Unnachgiebigkeit, durch den ersten Schwung, dieses Schlag unstatt Raif Badawi, kommt von mir, da bilde ich mir was drauf ein. Warum habe ich es gemacht? Weil ich Mut habe und weil ich an meine eigenen Entscheidungen glaube und weil ich glaube, dass wir alles schaffen können, wenn wir wollen. Kommenden Freitag ist Raif Badawis Ehefrau Ensaf, die mit ihren Kindern mittlerweile in Kanada im Asyl lebt, in Deutschland. Sie trifft sich mit genau 2 deutschen Politikern, mit Vizekanzler Gabriel und mit mir. Ich lade alle ein, nächste Woche, Freitagmittag, 12 Uhr vor der saudischen Botschaft, jeder, der Zeit hat, sollte bitte kommen, dann können wir gemeinsam zeigen, welche Wucht auch die Freien Demokraten für Menschenrechte auf die Straße bringen, so wie es gehört. Oh Mann, ich bin zu lang. Ja, liebe Parteifreunde, ich bin, wie ich bin, und ich verbiege mich nicht. Ich bin der Dolmetscher der Partei gegenüber den Menschen da draußen. Ich schneide oft Zeitungsartikel raus aus der Zeitung und lege sie meinen Mitarbeitern vor und frage meine Mitarbeiter, was steht da drin? Und die lesen das und sagen, ich verstehe kein Wort. Das ist für mich chinesisch rückwärts. Und dann versuche ich zu übersetzen, was ist die politische Aussage. Die politischen Aussagen sind heute so kompliziert, dass die Menschen es nicht mehr verstehen. So, jetzt möchte ich auf alle Fälle, dass unsere Partei nicht wieder in alte Muster zurückverfällt. Habt doch Mut! Mut! Wir brauchen Theoretiker, wir brauchen Praktiker, wir brauchen Denker, wir brauchen Macher, Kopfmenschen und Bauchmenschen. Ich bin überzeugt, dass ich das Team um Christian Lindner und Wolfgang Kubicki und den weiterfolgenden sehr gut ersetzen kann, weil wir so unter... Ergänzen. Entschuldigung, ergänzen. Okay. Einer meiner Vorgänger im Amt des bayerischen FDP-Landesvorsitzenden hat mal gesagt, liberal sein heißt auch frei sein. Und unser heutiges Parteitagsmotto lautet dazu German Mut.
Lasst uns heute mutig sein. Lasst uns all hinter uns, was in der Vergangenheit uns eingezäumt hat, die Klüngelei, das starre Proporzdenken, die Angst vor was Neuem, egal, ob Sie mich heute wählen oder meinen Gegenkandidaten. Sie sollten ihn aus eigener Überzeugung wählen. Sie sollten ihn wählen, weil Sie ihn für am geeignetsten halten und nicht, weil es irgendwelchen Hinterzimmern so ausgemacht worden ist. Wir behaupten, wir sind die Partei des Wettbewerbs. Dann lasst diesen Wettbewerb auch zu. Wenn Sie einen Stellvertreter wollen, der mit Herzblut für Marktwirtschaft, Mittelschicht und Menschenrechte einsetzt, dann bitte ich Sie um Ihre Stimme. Danke Ihnen.